Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es mich mal wieder um Dragon Ball und brutale Momente. Wir haben ja schon zum Beispiel die brutalsten Tode in Dragon Ball besprochen, aber auch so die brutalsten Unterschiede zwischen dem Dragon Ball Anime und auch dem Dragon Ball Manga. Was ich heute aber mal machen möchte, ist quasi so euch meine persönlich brutalsten, blutigsten Momente einmal vorzustellen. Ich fand es ein bisschen schwierig, das alles so richtig in einem Begriff zu ordnen, weil hier sind halt immer Momente drin, die ich halt sehr blutig finde, extrem krass finde, aber auch einfach Momente, die ich einfach extrem schockierend, brutal finde. Und wichtig ist für mich einmal, dass jetzt endlich kein Charakter stirbt. Wie gesagt, wir haben schon die brutalsten Tode besprochen. Die Momente, die ich euch jetzt heute vorstelle, sind alles Momente, die zwar relativ brutal oder halt blutig sind, wo allerdings am Ende keiner gestorben ist. Und falls ihr auch generell Lust auf fast täglich neue Videos habt, egal ob es Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Pokémon oder sonst was ist, dann lasst doch gerne ein Like und auch ein Abo da. Hier gibt es, wie gesagt, fast täglich neue Videos und dann würdet ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen. Anfangen würden wir einmal mit einem Moment aus dem originalen Dragon Ball Anime. Und zwar wäre es einmal im Kampf zwischen Son Goku und auch Piccolo. Man muss generell sagen, dieser Kampf, ganz ehrlich, ich liebe den. Der ist so unglaublich peak. Wirklich, das ist ein absolut fantastischer Kampf. Und für mich auch einer meiner absoluten Lieblingskämpfe im gesamten Dragon Ball Franchise. Man muss sagen, da passieren ein paar krasse Dinge. Wie zum Beispiel halt auch zum Beispiel der Moment, wo halt Piccolo Son Goku hinterrücks angreift und ihn quasi ein Laserstrahl durch seine Brust schießt. Der ist auch ziemlich brutal, ziemlich blutig. Aber es passiert noch etwas anderes zuvor, was ich auch damals, als ich es erstmal gesehen habe, extrem krass fand. Und zwar ist es im Moment, als sich Piccolo selbst den Arm ausreißt. Wir wissen, dass Piccolo seinen Arm verliert, ist irgendwie was komplett Normales im Franchise. Also nach diesem Zeitpunkt passiert das irgendwie super häufig. Er hat es ja später nochmal gegen Raditz gemacht, als der Arm verletzt wurde. Gegen Sailor hat er den Arm auch nochmal verloren. Also es ist so quasi Piccolos Ding. Aber das war das allererste Mal, dass das passiert ist. Und ich dachte mir so, yo, da kam übelst viel Blut rausgeschossen. Das sah richtig, richtig krass aus. Also, mich hat das damals extrem schockiert. Ich fand das ultra brutal. Vor allem kam danach das allererste Mal sein Arm neu rausgeschossen. Das sah auch ultra weird aus einfach. Klar, wie gesagt, wenn du es auf Franchise im Allgemeinen beziehst, ist das jetzt nicht super krasses, weil das allgemein einfach etwas ist, was Piccolo ganz gerne mal macht. Aber damals fand ich es echt schockierend, extrem brutal. Und wie gesagt, es ist auch damals ziemlich blutig gewesen, wenn man es einfach mit den Momenten vergleicht, die halt später im Franchise gekommen sind. Beim nächsten Moment hätten wir direkt einmal ein Beispiel, wo ich gerade gesagt habe, das ist nicht unbedingt blutig, aber ziemlich brutal in meinen Augen. Also ja, Blut gibt es auch in der Szene, aber es ist jetzt nicht so der Hauptfokus. Und zwar geht es für mich einmal um die Szene, wo Frieza anfängt, Vegeta zu foltern. Das ist ja alles auf Namek passiert, ne? Wo Vegeta dachte, ey, ich bin der legendäre Super Saiyajin, du hast keine Chance gegen mich. Und ja, er war tatsächlich nicht der legendäre Super Saiyajin. Und Frieza hat ihn halt absolut hops genommen. Und er beginnt halt einfach, Vegeta halt so am Nacken zu greifen mit seinem Schweif. Und er schlägt ihn, er foltert ihn, er fügt ihm unglaubliche Schmerzen zu. Du hörst einfach nur, wie Vegeta die ganze Zeit nur am Schreien ist, weil es ihm halt, ne, weil es ihm wehtut. Und die anderen, ne, Son Gohan, Piccolo und halt auch Krillin, die können nur zugucken. Die sehen sich das an und denken sich, fuck, also wir können halt buchstäblich nichts tun, weil Frieza ist zu stark und er foltert jetzt einfach Vegeta vor unseren Augen. Also ich finde das extrem krass, weil es geht auch relativ lange. Das beginnt sogar in einer Folge. Und dann endet die Folge und dann geht es in einer anderen Folge einfach weiter. Ich denke mir so, Bruder, okay, wie dieser Mann wird einfach Ewigkeiten gefoltert. Und wenn ich mir die Szene einfach ansehe, wenn ich mir die ganze Szene ansehe, so komplett in einem Stück, das ist krass, weil Vegeta hier wirklich minutenlang einfach verdroschen wird, gequält wird und ich persönlich finde das wirklich extrem brutal. Und bleiben wir doch am besten auch einfach mal in der Namek-Saga und am besten auch bei Frieza, denn ich denke, ihr alle wisst, was jetzt kommt. Und wir alle wissen, ne, Frieza hat zwar Vegeta gefoltert, aber er hat halt auch sein Fett wegbekommen. Und zwar, als er versucht hat, Son Goku mit seinen Destructo-Discs, ich nenne sie Destructo-Discs, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie einen anderen Namen hat bei ihm, weil eigentlich ist es ja Krillins Fähigkeit und die heißen da Destructo-Discs, kein Plan, ob das bei ihm irgendwie anders heißt, er hat die geklaut. Auf jeden Fall, wir wissen alle, ne, er hat versucht, Son Goku damit zu zerteilen, aber hat nicht ganz so gut geklappt. Und am Ende hat er sich selbst zerteilt und er wurde einfach in zwei Hälften geteilt. Und überall kam Blut bei ihm rausgeschossen. Ich dachte mir so, what the fuck? Vor allem, weil der blieb ja einfach so, ne? Der hat ja überlebt. Aber du siehst einfach nur so einen Oberkörper von ihm. Und da kommt so Blut raus. Ich so, ach du heilige Scheiße. Was geht denn da jetzt gerade ab? Wie gesagt, er hat zwar hier überlebt, ist dann später gestorben, als Son Goku ihn angegriffen hat. Genau gleich mit Vegeta. Vegeta ist auch später gegen Frieza gestorben. Aber halt nicht in dieser Szene. Nicht um das, was es hier geht. Und ich muss sagen, ja, wie gesagt, Vegeta ist Folter. Ist krass. Aber die Tatsache zu sehen, dass dann halt Frieza einfach
zerteilt zur Hälfte, da nur ein Oberkörper einfach schwebt. Vor allem, der schwebt einfach immer noch, ne? Und da kommt so Blut raus. Keine Ahnung, ich finde das übelst krass. Jetzt, wenn ich mir das ansehe, denke ich mir trotzdem, wow, dass das einfach durchgegangen ist, dass das einfach im Fernsehen gezeigt wurde, hat mich damals schon extrem schockiert und tut es ehrlich gesagt immer noch. Dann hätten wir allerdings wieder eine Szene, die wie gesagt nicht wirklich blutig ist, aber trotzdem extrem brutal ist. Und du jetzt mal denkst, wenn du die anguckst, meine Fresse, kann das bitte endlich mal aufhören? Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Leuten so, wenn sie die Szene sehen. Und zwar geht es dabei einmal darum, dass Spopovic quasi Videl die foltert, der foltert die quasi auch, okay? Der foltert die, der macht die fertig, der verprügelt die immer und immer weiter. So, Videl kämpft gegen Spopovic in dem Turnier. Und Spopovic ist halt von Babidi eingenommen worden, das heißt, der hat extrem krasse Kraft. So, du denkst jetzt am Anfang, okay, Videl gewinnt das ja easy, bricht ihm auch quasi den Nacken, aber überlebt das einfach, weil, wie gesagt, Babidi Magie und so. Und dann beginnt Spopovic einfach auf Videl einzudreschen. Er schlägt sie und schlägt sie und schlägt sie und lässt sie nicht mal aus dem Ring fallen. Sogar als Videl kurz davor ist, aus dem Ring zu fallen und dadurch halt den Kampf verlieren würde und das alles vorbei wäre, nimmt sich Spopovic Videl und verprügelt sie noch weiter. Und das geht auch Ewigkeiten, wie du einfach zusiehst, wie dieses arme Mädchen einfach verprügelt wird und sie spuckt Blut, sie blutet. Klar, es ist nicht so krass viel Blut, wie zum Beispiel, als Piccolo sich den Arm ausgerissen hat, als Frieza zerteilt wurde, aber es ist halt ein bisschen nahbarer, sagen wir einfach mal, weil du kannst dir halt als Mensch einfacher vorstellen, wie du Ewigkeiten verdroschen wirst und Blut aus deinen Nasen kommt, aus deiner Nase kommt, aus deinem Mund kommt und so weiter und so fort. Das kannst du dir leichter vorstellen und du sitzt da und denkst so, kann das bitte endlich mal aufhören? Und du fühlst dich eigentlich wie Son Gohan, der halt auch da saß und gedacht hat, Junge, ich greife jetzt gleich ein, Junge, ich breche dem Typen gleich sein Scheißgenick nochmal, aber diesmal sorge ich dafür, dass der wirklich nicht mehr aufsteht. Und diese Szene ist bis heute für mich extrem schwierig zum Angucken, weil ich mir denke, meine Güte, ja, Videl war zwar ein bisschen cocky, aber das hat die nun wirklich nicht verdient. Und zum Schluss für mich einmal die brutalste Szene in Dragon Ball ist tatsächlich eine Szene aus Dragon Ball GT. Und jedes Mal, als ich die gesehen habe, dachte ich auch so, what the fuck? Also ja, wir haben schon oft genug gesehen, dass irgendwelche Charaktere von irgendwas durchbohrt wurden. Wie gesagt, hier Piccolo hat ja sogar Son Goku im ersten Turnier, wo die halt gekämpft haben, ne? Tatsächlich durchbohrt. Also das war ganz Normales. Frieza hat sich zerteilt, aber im Kampf gegen Omega Shenron siehst du halt, wie Vegeta auf ihn zufliegt und dann wird er halt einfach von Omega Shenrons Stacheln komplett aufgespießt. So, was ich halt krass finde, du siehst halt, wie diese Stacheln halt durch die Schulter, durch den Körper gehen, denkst dir, wow, what the fuck? Der hat einfach ein richtig, richtig, richtig fettes Loch jetzt einfach im Körper. Ach du heilige Scheiße. Und es ist einfach so unglaublich grafisch, wie geht das Körper sich so verzehrt, wie das Blut aus dem rausströmt, wie der einfach nach unten auf den Boden fällt. Ich denke mir so, ach du Kacke, was ist da denn jetzt gerade? Wie gesagt, dass einfach jemand durchbohrt wird, ist komplett normal, ne? Also, zum Beispiel auch Piccolo hat einfach nochmal Son Goku durchbohrt, dass er Raditz und ihn durchbohrt. Also, das macht er anscheinend ganz gerne mal. Aber die Szene, wirklich, die kommt so fucking out of nowhere, als wäre es einfach ein RKO von Randy Orton. Aber es kommt einfach so richtig komplett aus dem Nichts. Und das finde ich so krass, mir das anzugucken, wie Vegeta halt einfach wirklich durchbohrt wird von diesen Stacheln und dann einfach so komplett leblos auf den Boden fällt. Und das ganze Blut mir dazu macht die Szene für mich einfach extrem brutal. Wie gesagt, so psychisch gesehen würde ich sagen, die Videl-Szene ist für mich über dieser Szene oder aber auch eigentlich über all diesen Szenen im Allgemeinen. Das ist ja kein Ranking von 1 bis 5. Aber diese Szene, muss ich echt sagen, ist für mich schon mit die brutalste Szene in ganz Dragon Ball. Aber ja, das waren auf jeden Fall ein paar der brutalsten Szenen in ganz Dragon Ball für mich. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr so als die brutalste Szene empfindet, weil, muss einfach sagen, es ist schwierig dabei zu entscheiden, weil es extrem viele Szenen gibt und ich habe hier eindeutig auch ein paar ausgelassen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und noch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.